Hallo, hier ist der Guser wieder. Noch eine Folge Clash Royale, es gibt's ja gar nicht. Gibt's doch. Und zwar greifen wir an. Die letzte Folge ist ja relativ abrupt beendet worden durch den Anruf von Dizziax. Aber sollte laufen hier. So, oh, jetzt sehe ich gerade, den kriege ich ja richtig einen Arsch voll hier mit dem Prinzen des Gegners. Mal gucken, ob der mich hier in Ruhe lässt oder ob der mich hier richtig hart rannimmt. So, jetzt habe ich natürlich den Vorteil. Ich habe seinen Tower schon zerstört. Und er meinen noch nicht ansatzweise. Ah, gut, dass ich da kein Elixier mehr hatte. Das hat sich eh nicht mehr gelohnt. So, jetzt kann ich mich zurücklehnen und gucken, was er macht. Na, ja, genau. Ja, komm, das bringt ihm gar nichts. Das bringt ihm gar nichts. Die kommen so schnell gar nicht ran. Die werfen da gerade mal ein. Und jetzt gucke ich mal, was ich hier kann. Ob das was wird, was ich hier vorhabe. So, setzen wir mal die Kobolde, dass die hier nicht zu krass auf komische Gedanken kommen. Vorteil hier echt beim Ritter halt, was er natürlich als Nachteil hat, ganz klar. Der kommt gar nicht dazu, hier richtig hart zu attackieren. Weil ich halt ihm gar keine Möglichkeit gebe, dass er halt so schnell da attackiert. Jetzt wie bei mir zum Beispiel, dass er halt wirklich richtig losrennt. So, jetzt will ich natürlich nicht, dass er hier einen von meinen Towern dann platt macht, weil dann stehe ich ja genauso da wie er. Dann hat er ja gleich gezogen. Wollen wir natürlich nicht. So, Kobolde hier noch, dass ich hier schön noch die Hexe klar machen kann. Sperrkobolde noch rein. So, und jetzt muss ich gucken. Ritter, halt er aus. Jep, läuft. So, jetzt warte ich wieder. Er muss ja angreifen. Hexe? Ritter? Sperrkobolde? Kobolde? Die hier hoffentlich gut defenden. Ja, läuft. Ah, das war unnötig. Schade. Schade, da hätte ich mir jetzt definitiv von mir selber auch ein besseres Gameplay gewünscht. Ganz klar. Luckys lasse ich, glaube ich, fast laufen. Ich muss ihn hier jetzt wirklich. Ja, obwohl, wenn ich. Nee. Ich muss defenden hier. Sonst habe ich ein Problem. Ja, oh, sehr geil. Aber ich musste auch defenden, weil wenn ich jetzt gesagt hätte, ach komm, das schaffe ich, dann hätte ich wieder dagestanden und dann hätte er nämlich gleich gezogen und dann hätten wir wieder ein Kronen-K.O. gehabt. Muss ich jetzt mal, da muss ich jetzt mal kurz gucken, wie weit ich schon. Was heißt weit, aber wie. Ah, schon wieder. Ah, hier, komm, gegen Lenny kriege ich es auch noch hin. Ach, wir öffnen hier erstmal eine Goldtruhe. Gold ist immer gut. Ja, Sperrkobolde. Skelette brauche ich nicht. Musketieren, ja, sehr gut. Lakaien unwichtig für mich. Weitere Truhe wird halt zumindest schon mal vorgemerkt. Das Deck ist echt gut. Ah, jetzt habe ich wieder nichts zum Tricksen. Okay, er greift von dort an, dann gehe ich hier ran. Sehr nice. Zack und weg. Kobolde noch vorgeschickt. Sperrkobolde auch noch vorgeschickt. Und jetzt komm, kill den Riesen. Kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn. Komm, Ritter noch drauf. Jo. Jetzt wird das gekillt hier. Ja, da hat der Bomber keine Chance gegen mich, weil ich halt wirklich die Skelette erzeuge. Und nebenbei knallen wir hier nochmal. Oh, wie die Luckys kalt macht. Läuft auf jeden Fall bei meiner Witch. Ich glaube, damit komme ich da am besten hin. Weil wenn ich jetzt einen Riese wieder gedroppt hätte, das wäre wieder nichts gewesen. Ich warte wieder. Ich habe ja nichts zu verlieren. Das muss ich mir immer wieder sagen. Ey, komm runter. Ganz easy peasy. Kobolde, nochmal Kobolde.
Ah, sehr geil, genau in dem Moment, wo es wichtig war. Und er hat natürlich jetzt für seinen Trank richtig was rausgehauen. Komm, 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 komm. Ja, läuft bei Misch. Gleich ein Giant hinterher. Gleich den Riese, der muss sitzen. Ah, wie läufst du bitte? Bitte, wie läufst du? Okay, Truppen sind für den Hintern, obwohl. Nicht aufgeben, der Riese ist noch dran und der macht hier noch ein bisschen was. Wie, was möchtest du denn jetzt? Bitte sag mir doch, was du möchtest. Du willst mich doch nicht angreifen, oder? Jetzt gebe ich mal hier richtig Kobold-Action. Ja klar, kann er natürlich dann mit dem Bomber richtig gut machen. Rage, ja. Hat nichts gebracht, würde ich sagen. Riese vor. Ah, Koboldfass. Glück gehabt, dass ich die Pfeile halt wirklich so schnell dabei hatte. Und jetzt würde ich mal sagen, müsste er mal langsam reagieren. Tut er aber nicht. Macht er halt einfach mal nicht. Ich meine, der Bomber, gut, okay. Ja, nicht schlecht. Sehr gut. Danke. Ja, danke. Kann ich da nur sagen. Ganz klar, man muss schon höflich bleiben, auf jeden Fall. War ja nett. Dass er nicht einfach nur rausgegangen ist, hätte ja auch sein können. Haben wir ja jetzt auch schon erlebt. Ich sehe gerade, hier ist der Greenscreen nicht mehr so. Ich glaube, das ist so besser. So. Kleinen Moment. Nochmal abcheckern. 39, Platz 9, Platz 38 sogar. Und dann hier noch ein bisschen Gas geben auf jeden Fall. Kommt, Leute. Wir geben Gas. Ja, das ist halt echt geil. Also man kann halt, sage ich mal, auf jeden Fall schneller pushen natürlich als bei Clash of Clans. Das ist natürlich auf jeden Fall so. Mein Ritter verwende ich wieder zum Schauen, was er macht. Kobolde vor, Speerkobolde auch gleich noch mal komplett hier. Ah, mit dem Drache ist natürlich dann so eine Sache hier. Nun komm, zack. Oh, Drache, fa ja, Drache down gegangen. Sehr geil. Und jetzt kommen Skelette, Skelette. Ah, da habe ich keine Chance gegen die Barbaren. No chance, auf jeden Fall. Ah, ich hätte warten müssen. Ich hätte mir noch den Riese. Der wäre, glaube ich, hier in der Combo besser gewesen. Oh, naja, hat der noch einen blöden Hog Rider? Hoffentlich kein Frost mal noch da mit dabei. So, jetzt warte ich. Jetzt, wenn mit Tesla und der Hütte, kann ich nur verlieren. Ich würde auch gerne eigentlich auf der rechten Seite lang gehen. Muss ich ja jetzt mal so sagen. Witch an Start bringen. Ja. Ist okay, aber jetzt auch noch kein Traum, weil die Tesla ist halt noch da. Oh, sehr gut abgewehrt. Auch wieder zu schnell, habe ich zu schnell gesetzt wieder. War halt wieder so, ach na ja, komm, wir haben ja wieder was. Wir können ja, der Drache geht gleich down. Riese. Hexe hierhin. Das war nicht, das war nix sehr gut. Ah, der wird mich jetzt mit den Barbaren richtig hart rüsten. Auf jeden Fall. Jo, der ist definitiv besser als meiner einer. Ja, der hat verdient, definitiv gewonnen. So. Kobolde. Macht, was ihr könnt, aber viel machen könnt ihr da nicht mehr. Hexe nochmal. Ritter. Speerkobolde. Aber das war's.
richtig ins Gesicht bekommen. Kann ich die schon verbessern? Ja. Dann hoffe ich jetzt, dass ich damit schon mal wieder ein bisschen was mehr raushauen kann. Na, immerhin. Das ist nur ein Quäntchen, aber manchmal hat man gerade da dann das Glück, dass es das dann war. Jetzt habe ich wieder was zum Schummeln. Prinz gleich und Ritter auch. Vollkommen egal. Ich will dieses Skeleton-Dings, wie auch immer, will ich hier definitiv nicht zu dicht an meinen Turm lassen. Jo, läuft. Er hat wieder sehr viel für seine Rakete ausgegeben. Da kommt jetzt meine Witch. Und im letzten Moment dann wieder den Riese direkt davor. Jetzt. Sperrkobolde. Normale Kobolde. Oh, Ritter lasse ich erstmal. Genau, das war es nämlich wieder. Ich hätte wieder einen Ritter schön gedroppt und hätte die Pfeile nicht machen können. Ganz genau. Das war geil. Das war richtig, richtig geil. Und jetzt kann ich warten, bis ich Alex habe. Und könnte sogar noch eine Witch bauen. Mache ich aber erstmal nicht. Das war nice. Das hat mir gefallen. Eine Witch. Wieder gleich hardcore rangehen. Alter, da hier direkt davor. Genau, dass der halt wirklich komplett diesen Hit, diesen schnellen Hit sozusagen, nicht auslösen kann. Und jetzt wieder warten. Warten, warten, warten und Tee trinken. Oder halt Alkohol. Ja, jetzt geht's schneller, aber trotzdem. Ah, cool, die Witch. Nee, oh, wieder. Es ist halt wirklich so. Das Warten bringt's. Und er hat jetzt richtig rausgehauen mit Rakete und Dings. Dann kann ich jetzt eigentlich ganz easy durchmarschieren. Da müsste er jetzt keinerlei Chancen gegen mich haben. Ich warte noch, dass ich halt wirklich die Pfeile noch lasse. So, zack. Ja, also wirklich mit diesem langsamen, nicht zu viel. Ah, die Kobolde waren unclever. Kronen K.O. Genau, jetzt kommt die Bombe. So, jetzt warten, dass ich die Pfeile noch habe. Und jetzt den Prinzen. Der wird garantiert gleich wieder mit seinem Kobold-Barrel-Fass da ankommen. Hexe. Pfeile. Komm, mach! Zackig. Ja. Ritter, komm. Ja, komm, komm. Ja, läuft, läuft bei mir. Swag. Richtig geil. Damit möchte ich euch aus dem Video entlassen. Gucken wir noch mal ganz kurz rein, wie es jetzt ausschaut. Ah, ich mogel mich so langsam hoch. Läuft auf jeden Fall. Muss man echt sagen, macht mit jedem Mal mehr Spaß. Ist halt wirklich so. Und ich denke halt auch wirklich gar nicht immer sagen, ach, das hier ist jetzt mein Deck und das muss ich unbedingt machen, sondern ruhig mal andere Sachen ausprobieren. Ich denke mal, das ist gar nicht so verkehrt. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, dann dürft ihr gerne diesen Daumen oder diesen Daumen einfach, ja, nach oben da lassen. Und dann passt das. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao, ciao.